Induktionsschritt. Bitte? Nein, jetzt mache ich im Induktionsschritt, da wird es deutlich, dass es Schwierigkeiten gibt. Hier, das ist okay so. Ja, so würde ich es machen. Gut. Jetzt machen wir einen Induktionsschritt. Wir schließen von n gleich k auf n gleich k plus 1. So, Induktionsannahme. Wir setzen für jedes n oben k ein. Also, es gilt, k Fakultät ist größer als 2 hoch k. Und dann müssen wir es zeigen, dass k plus 1 Fakultät größer ist als 2 hoch k plus 1. So. Wir wissen, es gilt für k, wir zeigen, es gilt auch für k plus 1. Jetzt mache ich hier erstmal rechts genau das, was ich gerade angekündigt habe. Mache ich erstmal das Ganze falsch. Wo ist denn hier mein Schwamm? Da. Also falsch, das heißt falsch, ungeschickt, ja? Weil man dann nicht so genau weiß, was man tun soll. Also oft beginnt man so, oder man schreibt sich jetzt so hin. Ich will zeigen, k plus 1 Fakultät ist größer als 2 hoch k plus 1. Das will ich zeigen. Ne? Was kann man jetzt machen? Ja? Ja, von links nach rechts. Ja, das würden wir jetzt machen, wenn es richtig ist. Ich will jetzt erstmal sozusagen die beides miteinander umformen. Ne? Oder ich demonstriere mal, was viele machen. So. Viele machen das Folgende. Die formen das jetzt hier um in k plus 1 mal k Fakultät. Und das ist größer als 2 hoch k plus 1. Ne? Ich nehme einfach die ganze Zeile und schreibe es nochmal hin. Das ist zu zeigen. Ne? Okay. Und jetzt weiß ich, k-Fakultät ist größer als 2 hoch k plus 1. Nee, Entschuldigung, K-Fakultät ist größer als 2 hoch K. Das, ich weiß von der Induktionsannahme, K-Fakultät ist größer als 2 hoch K. Das heißt, ich weiß, dieser Teil ist größer als 2 hoch K. Jetzt weiß ich aber nicht so genau, ob ich das jetzt hier reinschreiben darf. Ne? Also darf ich jetzt hier sowas machen? K plus 1 mal 2 hoch K. Das ist jetzt größer als das. Und ich will zeigen, dass das größer ist als das hier. Das darf ich nicht machen, ne? Das darf ich nicht machen, weil das ja nicht gleich dem hier ist, sondern das ist ja nur größer als das. Aber darf ich jetzt hier einfach so umformen oder was darf ich machen? Ja? Weiß man nicht so genau. Es könnte ja sein, dass ich, weil das hier größer ist als das, ist auch das größer als das, aber es könnte sein, dass das hier kleiner ist als das. Ne? Das hier ist ja auch größer als 0. Aber 0 wäre kleiner als das. Ich weiß nicht genau, ob das hier tatsächlich noch weiterhin größer ist als das. Also zwei Seiten nehmen und miteinander umformen funktioniert bei Ungleichungen nicht mehr. Bei Gleichungen kann es passieren, dass das ganz gut funktioniert, dass man unten auf 0 gleich 0 rauskommt. Ne? Sollte man aber nicht, also das sollte man hier nicht mehr machen, also so nicht. Da kommt man durcheinander. Und wenn man es da nicht macht, dann sollte man es auch bei Gleichungen nicht machen, sondern einfach schön von links nach rechts umformt. So. Wir fangen also auf der einen Seite an. K plus 1 Fakultät. Und wollen rechts rauskommen. 2 hoch k plus 1. So. Wenn jetzt hier ein größer steht, dann dürfen wir, wenn wir von links nach rechts arbeiten, nur ist-gleichs verwenden und größers. Ja? Also, wenn ich jetzt hier eine Kette mache mit ist gleich größer, 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 ist gleich. Ja? Wenn ich jetzt hier von links nach rechts gehe, dann würde ich sozusagen immer
entweder gleich bleiben oder kleiner werden, bis ich hier hinten hinkomme. Machen wir es mal. Ich weiß, k plus 1 Fakultät ist gleich k plus 1 mal k Fakultät. So nach der Induktionsannahme weiß ich, k Fakultät ist größer als 2 hoch k. Also weiß ich, dieser Teil hier ist größer als k plus 1 mal 2 hoch k. Ich weiß, k-Fakultät ist größer als 2 hoch k. Also weiß ich, dieser ganze Teil ist größer als das da. Ne? Wenn k-Fakultät größer ist als 2 hoch k, kann ich an beiden Seiten auch k plus 1 dran multiplizieren und die Ungleichung gilt weiterhin. Schreibt es mal ein bisschen weiter rechts hin, braucht ein bisschen mehr Platz. Jetzt weiß ich nicht so richtig, wie ich hier weitermachen soll. Ne? Ja? Nochmal? Das? Ja? Okay. Das ist sehr schön, richtig, genau. Sie sehen aber schon letztlich, worauf es hier hinten rausläuft. Sie haben schon, vielleicht helfen wir den anderen mal dabei, erstmal von rechts so weit zu, umzuformen, dass Sie sehen, wo Sie von links hin wollen. Was können wir von rechts machen? 2 hoch k plus 1 ist? Ja, das ist das gleiche wie? Das gleiche wie 2 mal 2 hoch k. Genau. Und jetzt sieht man, wir nähern uns sozusagen von der Struktur von links und rechts ähnlich an. Hier steht 2 hoch k und hier steht 2 hoch k. Ja? Und hier steht 2 mal 2 hoch k und hier steht k plus 1 mal 2 hoch k. Und Ihr Argument war jetzt, jetzt können wir doch sagen, k plus 1 ist größer als 2, weil wir wissen, k ist größer gleich 4. Also ist k plus 1 größer gleich 5, ja? Auf jeden Fall größer 2. So. Also dieser Teil hier ist größer als 2. Also ist doch das Ganze hier größer als das da. Wenn k plus 1 größer ist als 2, dann kann ich an beiden Seiten auch 2 hoch k dran multiplizieren, dann ist dieser Teil größer als der. Was haben wir jetzt gemacht? Wir sind von hier gestartet, haben gesagt, das ist gleich das, das ist größer als das, das ist größer als das und das ist gleich das. Also wissen wir, dieser Teil hier ist größer als dieser Teil. Stimmt. QED. Ne? Sie können sich das so vorstellen, Sie wollen von da nach da kommen, Sie wollen zeigen, der linke Teil ist größer als der rechte. Der linke Teil hier ist k plus 1 Fakultät und der rechte Teil ist, da wollen wir ankommen hier, 2 hoch k plus 1. Sie machen so einen Abstieg den Berg runter. Ja? Sie sagen, k plus 1 ist dasselbe wie k plus 1 mal k Fakultät, also k plus 1 Fakultät ist dasselbe wie k plus 1 mal k Fakultät. Sie wissen nach der Induktionsannahme, jetzt gehen Sie eine Etage tiefer, das ist größer als k plus 1 mal 2 hoch k, weil k-Fakultät größer ist als 2 hoch k. Da wussten wir nicht mehr so richtig weiter, wir konnten aber hier unten umformen, 2 hoch k plus 1 selbe wie 2 mal 2 hoch k. Und weil Sie wissen, dass k plus 1 größer ist als 2, ist auch k plus 1 mal 2 hoch k größer als 2 mal 2 hoch k. Also können Sie auch hier runtergehen. So. Was passieren kann, ist, dass Sie versehentlich bei solchen Abschätzungen zu tief laufen. Dass Sie irgendwo hier unten landen. Und das darf nicht passieren. Sie dürfen nicht wieder nach oben wandern, sondern Sie müssen von links nach rechts kommen und immer nur mit gleichen Umformungen, also auf derselben Ebene bleiben oder ein Stückchen tiefer gehen
und wieder ein Stückchen tiefer gehen und so weiter, bis sie rechts rauskommen. Und dieses Vorgehen ist weniger fehleranfällig, als wenn Sie beide Seiten gleichmäßig umformen und nicht so genau wissen, was dürfen Sie eigentlich machen und was nicht. Okay.